Howdy, people. Und herzlich willkommen zum Mega Gardevoir Slotter Festival. Oder Spieltag Nummer 8 gegen Pascal, den Plasma-Boss. Und wer sich jetzt so das Team-Matchup anguckt und zu Recht denkt, ja, Vince, ich weiß jetzt auch nicht so, warum hast du denn keinen Switch-In dabei? Ja, weil mein fucking Kader nicht einen einzigen Switch-In für das Fiat. Nicht einen. Nicht mal mit einer Assault-West. Außer, Piandragi. Und Piandragi nimmt hier eine andere Rolle ein. Nämlich habe ich mir eine etwas fancy Strategie überlegt, um gegen Pascal zu gewinnen. Denn nicht nur ist Pascals Kader maßlos überlegen, sondern er ist uns auch im Trainermatch überlegen. Denn er ist zum einen deutlich erfahrener als wir. Ja, fertig. Nein, er ist natürlich deutlich erfahrener als wir und währenddessen Olli, unser Sensei, für theoretische Dinge war und mit einer Engelsgeduld dafür gesorgt hat, dass wir irgendwann Competitive Play so halbwegs verstehen. Also Beweismittel in diesen Videos sprechen dagegen, aber egal. Hat sich Pascal in den praktischen Part gekümmert und hat, ich weiß auch nicht mehr, in 300 Probekämpfen 298 Mal die Nase wund geprügelt. Also immer, wenn ich Pascal sehe, dann höre ich eigentlich nur die Ärzte singen, immer mitten in die Fresse rein. Also ich, und jetzt höre ich eigentlich nur. Das tut mir furchtbar leid, ich komme nicht auf die Musik klar. Ich bin auszusehen vorher auf das Macho Mai aufgestiegen. Und jetzt haben wir sehr, sehr fröhliche Musik zu einem sehr dramatischen Anlass. Verdammt. Egal. Ja, Ich erzähle immer so gerne, dass Pascal auf gar keinen Fall Mega Garados picken darf, weil ich habe da ein Mega Trauma von. Aber ich glaube eigentlich habe ich einen Pascal-Trauma und musste mich so ein bisschen motivieren, so, ja, du schaffst das, du kannst das, du bist der Beste. Und habe mir deswegen folgende Taktik überlegt. Piandragi legt die Giftspitzen, Skelabra hat den Nitro-Charge mit dabei und einen Zitter-Orb, damit Arcani mit dem Bedroher ihn triggert. Und da dann alle fröhlich vergiftet sind, gehe ich einfach mit Hex, ich weiß gar nicht, wie das Ding im Deutschen heißt. Also nicht mit Hex im Sinne von Flinches, sondern im Sinne von der Attacke Hex durch das gegnerische Team durch und freue mir einen Ast. Und das hätte bestimmt, also vielleicht hat das auch funktioniert, aber das hätte auf jeden Fall deutlich besser funktioniert, wenn da dieses geflatterte Vieh aus der Hölle mit den roten Augen nicht wäre, namens Grifeldes, von dem ich eigentlich gehofft hatte, er lässt es zu Hause. Aber er hat sich leider dafür entschieden, es mitzunehmen, einfach weil es eine Menge von mir tankt und auch gegen sowas wie Skelabra mit einem Fallplay einfach nicht schlecht dasteht. Ergo haben die Giftspitzen jetzt weder bei Grifeldes noch bei Empoleon gewirkt und ich musste ein bisschen kreativ werden und war sehr, sehr froh, dass ich kurz vor Beginn des Kampfes noch einmal die Sets gewechselt habe. Und habe auf Capoeira die Steinkante gepackt, auf Scorcrow das Toxin, damit ich wenigstens irgendetwas habe. Denn ansonsten wäre dieser Kampf daraus bestanden, dass ich 50 Runden lang Chip auf Grifeldes packe, währenddessen er mich mit Foulplay zu Tode chippt. Das wäre super geworden. Und ich hätte hier also weltpolitische Themen mit euch diskutieren können. Aber so viel sei gespoilert, es ist nicht dazu gekommen. Und wir gucken uns einfach mal an, wie gut wir uns gegen Mega Gardevoir und den Rest geschlagen haben und ob unsere Taktik aufgegangen ist. Ansonsten, Katagami hat einen Choice Band, Scorcrow ist ein Scorcrow, Megalamos ist ein Megalamos. Jetzt nichts unglaublich Fancyes dabei. Also das, was hier einigermaßen fancy ist, das ist Piandragi und das ist Skelabra. Na? Wo die Anzeige richtig machen? Ich glaube ja wohl. So. Das Lead-Matchup war theoretisch in Ordnung für uns. Wir haben allerdings kein Erdbeben auf Piandragi draufgepackt. Das haben wir kurz vorhin runtergenommen und sind dann hier rausgegangen in Capoeira eigentlich in Erwartung, dass ein Switch kommen würde. Ansonsten wir mit unserem Expert-Build Adamant Techniker Capoeira mit dem Speed, mit dem Tempo-Punch-Ding und dem Bullet-Punch was gegen Gardevoir und Empoleon machen können. Mir war relativ klar, dass das hier nicht drinnen bleiben würde in dem Moment und dass hier Grifeldes kommt. Habe es mit der Steinkante predicted. Und wie es so der Zufall will, machen wir gegen dieses flatternde Mistvieh halt keine 50%, wenn wir nicht quitten. Und wenn wir nicht missen, aber über solche Dinge reden wir nicht.
Und ich dachte eigentlich, ich würde jetzt hier roosten, damit ich nicht beim nächsten Mal die Chance habe, Grifeldes in eine Range zu bringen, in der er sterben könnte. Er hat sich hier für die Kehrtwende entschieden und bringt hier Empoleon rein. Mir war klar, ich möchte auf die Kehrtwende gehen. Aber kommen wir zu dem Grund, warum wir heute nachkommentieren. An dieser Stelle ist mir aus für mich absolut nicht erfindlichen Gründen die Technik um die Ohren geflogen. Ich habe versucht, das panisch zu fixen. Und als ich auf den Timer blickte, sah ich noch 2, 1, 0. Skorko drückt Erdbeben. Skorko stirbt. Und das war sehr, sehr bitter. An der Stelle habe ich das Live-Commentary beendet, einfach weil ich gerade ohnehin nicht mehr reingefunden habe und ich nicht wusste, wie ich die Technik während dem Kampf fixen sollte. Nachspielen wäre komisch gewesen und den Joker, oh, hier ist gerade ein Fehler passiert, lass mal bis zu dem Move nachspielen, wollte ich nicht ziehen, weil der wäre völlig albern gewesen. Also geht's halt einfach nachkommentiert weiter. Hat er hier drauf gehofft, er legt es drauf an, lässt Empoleon nochmal drinne. Aber, also weil er ja eben schon gesehen hat, dass ich das predicted habe, die Steinkante gedrückt habe, hätte hier mit einem Crit trotzdem killen können, den ich nicht bekommen habe. Und Grifeldes sich erstmal in Ruhe gegenheilen konnte. Guckt euch das an, das Vieh. Das pure Böse. Das pure Böse. So. Hatte hier ein bisschen mit mir gehadert, ob ich die Steinkante weiter drücken möchte, um ein bisschen mehr Chip drauf zu packen. Dachte aber jetzt, wo Skorko drauf ist, wird er das safe spielen. Hab wieder die falsche Federnahme gemacht, habe hier wieder Momentum weggegeben und ermögliche ihm natürlich jetzt, wo Skorko, aka meine Elektroimmunität, nicht mehr da ist, Galvantula reinzuholen. Und mir war klar, hier kommt jetzt entweder das Klebenetz oder Voidwechsel. Da mich selbst ein Donner mit dem Live-Orb nicht gekillt hätte, bin ich drinne geblieben. Und was mich aber killt, ist halt ein Voidwechsel-Crit. Und blöd. Ja, und auf die Art habe ich jetzt auf sehr, sehr ungünstige Art und Weise relativ schnell zwei Mons verloren. Habe mich hier richtig entschieden. Ich habe gehofft, dass Meistergriff reinkommen würde. Einfach weil Meistergriff jetzt am Anfang der Runde halt nicht den Flame Orb sofort triggert, wie er den bekommt, wenn er mitten im Turn reinwechselt. Und bin dann hier auf den Abschlag gegangen, um entweder den Flame Orb oder die Assault Vest, die man ja häufig auch auf ihm sieht, abschlagen könnte. Aber er hat sich entschieden, Empoleon reinzuziehen und hier war ich vielleicht ein bisschen voreilig. Mir stand Empoleon gegenüber, ich hatte bisher noch keinen Auflockern gesehen. Ich dachte, testen wir mal, auf wem es ist. Er hat Grifeldes gebracht in diesem Moment. Wahrscheinlich hat er hier was predicted. Und ich dachte, okay, wir werden jetzt sehen, was kommt. Bin hier ein bisschen zu greedy geworden und hätte im Nachhinein, weil wir sehen jetzt erneut das Momentum, aka die Kehrtwende, hätte hier eigentlich etwas reinbringen müssen, auf das er nicht Empoleon hätte reinschicken können. Einfach weil ein anderes Mon hätte reinkommen müssen, mit dem er zwar immer noch das Momentum gehabt hätte und Druck hätte aufbauen können, aber das wäre auf jeden Fall schon mal vergiftet geworden, hätte schon mal Chip bekommen, wäre schon mal abgehakt für die Skelabra-Liste. Und er hätte Empoleon so schnell vom Spielverlauf nicht nochmal bringen können, aber ich habe es einfach nicht gecheckt in dem Moment und habe dann Variante B genommen, bringe jetzt hier Katagami rein, um ein bisschen Druck aufzubauen. Es war relativ klar, dass entweder Grifeldes kommt, das hätte allerdings sterben können an zwei Laubklingen, also wahrscheinlich eher Arcani. Hab mich hier also entschieden für... Oh Gott, ich bin so schnell. Ja! Ja! Den Abschlag. Der macht ordentlichen Schaden. Wir klauen ihm den Beulenhelm. Hey, listen! Und, ja. Ich wusste nicht ganz, was jetzt passieren würde, weil Lamos war ja schon down. Er hätte jetzt einfach die Feuerattacke drücken können. Er hätte auch Skelabra erwarten können. Hatte auch kurz mit mir gehadert, ob ich nicht einfach Skelabra reinbringen möchte. Aber habe mich dagegen entschieden, einfach weil es zu wichtig war für meine Sweep-Strategie. Und er entscheidet sich hier in Seelenruhe des Morgengrauen zu drücken. Er hat keinerlei Hektik gehabt. Und dass er dann jetzt infolgedessen aber Grifeldes auf die Steinkante bringt, die ja zu erwarten war gegen Arcani, das hat mich ein bisschen verwirrt. Und er entscheidet sich jetzt rauszugehen und bringt das Mon, das ich eigentlich schon eine Runde vorher erwartet hätte, nämlich Meistergrief, dem die Steinkante halt so gar nichts macht, denn er trägt zwei davon in den Händen.
Und ich bin rausgegangen. Bin rausgegangen und ich glaube, das war einer, der im Nachhinein... Also, Pirndraghi war zu erwarten, ne? Und dementsprechend habe ich mich hier gewundert, dass Galvantula reinkommt. Und dachte, hä? Das ist doch, also, ein Matchup, das ich gewinne. Ob ich ein Erdbeben habe oder nicht. Aber das, was Pascal vermutlich, also ich würde es ihm zutrauen, das ist das Einzige, was Sinn machen würde und er ist ausreichend gut dafür. Text, wie auch immer, Grammatik, dass er wusste, ich gehe raus, er also safe seinen Focus-Guard-User bringen kann, der von mir ergo dessen nicht angegriffen wird in der Runde und er hier safe sein Klebenetz rausbekommt. Ich bin dann sofort in Capoeira, weil ich gehofft hatte, er drückt vielleicht den Donner-Move und misst ihn oder ähnliches. Ich kann nochmal den Turbo-Dreher bringen. Er entscheidet sich aber abermals für das Momentum und bringt hier die Magierin. Also mega Gardevoir. Und ich hätte jetzt total gerne drauf spekuliert, oh, die wird eine Runde Cormine drücken. Ich gehe erst auf den Turbo-Dreher und dann überrasche ich sie mit meinem mega offensiven Capoeira, was er vorher bestimmt nicht gekalkt hat. Und drücke dann den Bullet Punch. Haha, in your face, aber ich habe mich nicht getraut. Bin hier der Ergo eine Runde vorher für den Bullet Punch gegangen und es war eine weise Entscheidung. Denn es kommt die Schallwelle, die wäre schneller gewesen als sämtliche Nicht-Prio-Attacken und so gesehen war das hier schon okay. So, Pirndraghi hat dann noch volles Leben. Nimmt auf jeden Fall einen Hit von Gardevoir. Händel jetzt einen Minusbereich, aber Himmel, Herrgott. Und wir nutzen die Chance und legen ein weiteres Mal die Giftspitzen. Das ist einfach auf einen möglichen Abschlag oder ähnliches der beste Switch-In. Da mir klar war, er ist eben auf meine zweite Lage Giftspitzen, beziehungsweise auf meine erste Lage Giftspitzen gleich in Empoleon, was auch ein guter Switch-In ist für Pirndraghi, da es ja scheinbar kein Erdbeben besitzt. Gott, wäre das ein Play gewesen, hätte ich es einfach so lange rausgezögert und das dann jetzt gedrückt, aber nein, das habe ich nicht. Ich habe mich entschieden, darauf den Brüller zu drücken. Und zumindest schon mal einen Mon zu vergiften und ihm nicht das Defog und das Momentum zu gönnen. Wieder ein bisschen was, wieder ein bisschen Druck aufzubauen auf meiner Seite. Und Galvantula reinzubekommen war einfach sehr, sehr wichtig, denn es ist eins von den Mons, die nach einem Klebenetz und einem Nitro Charge, also minus 1, 0 von Skelabra, immer noch schneller wären. Und das will natürlich kein Mensch haben. Und der lässt hier Galvantula auch drinne und ermöglicht uns so, es rauszunehmen, denn Käfergebrumm nehmen wir relativ easy. So, und er bringt hier die Magierin und an der Stelle habe ich überlegt, ob ich einfach auf eine zweite Runde Giftspitzen gehe, denn wir hatten ausreichendes Investment, um die Chance zu haben, diese Roll zu überleben. Sie ist so oder so nicht in unserem Favor, aber ich hätte jetzt lieber die zweite Lage Giftspitze rausbekommen, knapp überlebt, es hätte mich dann rausgenommen, wäre auch okay gewesen, aber auf die Art stirbt es nächste Runde am Gift und wir können... ergo Skelabra reinbringen, denn auch das ist so gecreept, dass wir einen Hit auf jeden Fall nehmen, selbst einen Shadow Ball. Können hier also mit Nitro Charge killen. Und der Spukball kommt und hat einfach eine Max Roll bekommen. Gut, hat jetzt aber nicht gemattert, war halt so oder so egal. Nitro Ladung killt, wir gehen somit auf plus 0. Und ich hatte einfach die Hoffnung, dass jetzt Arcani kommen würde. Das ja nun relativ mit vollem Leben da steht, also relativ mit vollem Leben da steht, der Bedroher den Zitter-Op triggert und wir auf plus 2 durchgehen. Aber dann hat mich Pascal unleidlich daran erinnert, dass er Empoleon hat und ich von Empoleon nur 3 Moves kenne. Und der vierte hätte potenziell die Wasserdüse sein können. Ist er aber nicht. Ergo habe ich hier eine mögliche Wincon rausgeholt. Empoleon hatte zwar noch eine Menge Leben, aber er wäre im Rollbereich gewesen, um es mit Skelabra rauszunehmen. Wenn es halt nicht schneller gewesen wäre. Das kommt ein bisschen auf das Investment. Wobei, ich glaube, Skelabra wäre eh langsamer, oder? Naja, Dinge passieren. Nee, gar nicht. Nee, gar nicht. Wir haben ja den Nitro Charge gedrückt. Entschuldigung, bitte. Ich moderiere den Kampf gerade zum x-ten Mal. Ich werde ein bisschen blöd im Kopf. Die Technik will heute nicht, wie ich das möchte. So,
Er hat die Grifeldes reingebracht statt Arcani, was ich auch nicht ganz verstanden habe. Vielleicht hat er Angst vor einem Laubklingen-Crit oder ähnlichem oder wollte erstmal mit einem Mon das nicht mehr so wichtig scouten, was kommt, denn dass das Ding Choice Bandit ist, hat er ja schon rausgefunden. Und ich habe an dieser Stelle halt nur noch zwei Mons, ne? Ich hätte jetzt rausgehen können ins Galabra für den Feuerfänger, dann wäre Arcani aber immer noch schneller gewesen, kann die Dampfer also haben und der einzige Play, den ich hatte, war jetzt Chip draufzusetzen, das Gift procken zu lassen und in der nächsten Runde einen Crit zu bekommen. Und dann wäre die Welt wunderbar gewesen, aber wir sind im Speed-Teil. Katagami war eben noch vor Arcani dran, jetzt zieht Arcani als erstes, heilt sich mit Morgengrauen gegen, was erstmal tatsächlich unrelevant ist, denn mit dem Gift und der nächsten Laubklinge ist er relativ exakt wieder im selben KP-Bereich wie davor. Und die Frage ist, wer das Speed-Teil gewinnt. Und es gewinnt ein weiteres Mal Arcani, bekommt den Flammenwurf raus, gibt uns nicht die erhöhte Crit-Chance und somit nicht den, ich weiß nicht, ob es ein Kill geworden wäre mit dem Gift vielleicht. Sieht ganz gut aus. Und jetzt ist es natürlich kein Geheimnis zu sagen, wenn Arcani Scalabra Katagami outspeedet, outspeedet es auch natürlich Scalabra. Das bedeutet, wir haben jetzt den x-ten Kampf in Folge verloren. Ich will gar nicht nachzählen, der wie vierte. Erstmal bleibt mir nur zu sagen, GG an Pascal. Schön gespielt. Mein Pascal-Trauma ein weiteres Mal. Oh nein, die Musik! Ja, ich hab verloren. Party! Ja, mein Pascal-Trauma ein weiteres Mal aufgefrischt. Schön. Und was soll ich sagen? Also ja, das mit der Technik war jetzt halt blöd. Skorko verloren, ärgerlich. Galvantula Crit, ärgerlich. Maxwall auf Gardevoir, ärgerlich. Aber alles im Rahmen tatsächlich und zu größten Teilen auch selbst produziert. Da hätte ich an einigen Stellen einfach besser spielen können und habe mich strikt geweigert. Und es ist halt so. Ja, also ich kann mir das auch nicht so richtig erklären, was diese Season so passiert. Wenn ich es mir erklären müsste, dann würde ich wahrscheinlich solche Dinge anführen wie, ja, es war halt ein Umzug und ein neuer Job und mitten im Stress so. Und könnte auch sagen, dass das Live-Commentary mich total ablenkt vom Kämpfen und ich mich mehr damit beschäftige, euch meine Gedankengänge zu erklären, als mich zu fragen, was meine Gedanken sind. Aber damit will ich mich gar nicht erst rausreden. Das war mir alles klar. Meine Gegner waren kulant, hatten mir angeboten, hey, wir können auch ein, zwei Tage später kämpfen. Das ist kein Ding. Ich wollte unbedingt. Und zur Rückrunde wird es halt besser. Hoffe ich jedenfalls. Weil da habe ich wieder ein bisschen Zeit, ein bisschen Ruhe. Und dann hoffe ich, dass auch meine Teambuildings wieder ein bisschen kreativer werden, so wie sie das heute schon gegen Pascal wieder einigermaßen waren. Jo. Ansonsten, lasst einen Like da, lasst ein Abo da, wenn ihr es nicht getan habt, lasst einen Kommentar da und lasst Feedback da, wenn ihr Bock habt. Und wenn ihr da zum Beispiel was reinschreiben würdet wie, ey, Vince, höre mal, du hast angefangen mit Interface, ne? Das war schon cool, das hätten wir schon gern wieder. Dann würde ich euch antworten, ja, das stimmt. Habt ihr völlig recht mit. Deswegen ist es für die Rückrunde auch wieder fest angedacht. Jetzt gerade versuche ich eigentlich nur mit nicht ganz so vielen Tagen Verzögerung die Kämpfe vom letzten Sonntag noch rauszujagen. Und zur Rückrunde habe ich wieder meine Ruhe und dann läuft es wieder. Ansonsten gibt es noch zu sagen, guckt euch am Sonntag den Kampf gegen Melvin an, Spieltag Nummer 9 gegen Galaktik, denn es ist eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Ein wunderbares Game. Also ein gelungener Abschluss der Hinrunde auf jeden Fall, kann ich nur empfehlen. Und krübel. Wenn das Video rauskommt, war am Vorabend der erste Part des Drafts. Wir haben das gesplittet. Aufgrund der Tatsache, dass wir inzwischen 30 Leute in der DSL sind und wir 4 Mons wechseln durften, was erstmal bei 11 Mons im Kader relativ viel ist tatsächlich. Und wir hatten nicht bis nachts um 4 da sitzen wollten. Also haben wir Donnerstag 2 Switches gemacht und haben beschlossen, dass wir die Leute quälen, inklusive mich leider, dass wir
hadern müssen, ob wir am Freitag noch gesniped werden. Und dann machen wir heute Abend um 19 Uhr auf dem Twitch-Kanal weiter. Also wenn ihr Bock habt, schaltet ein und gebt euren Senf dazu. Und diese Musik. Ansonsten bleibt mir gar nicht so viel über, als euch einen schönen Abend zu wünschen, einen schönen Tag, ein schönes Leben, was auch immer. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht es gut, auf Wiedersehen.